ich wollte mal was sagen. Was? Nein, natürlich nicht. Jetzt gibt's neu mit mir. Hallihallo, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Neu. Heute eine Sendung mit nur Superstars. Heute mit an Bord der Justin Timberlake. Dann haben wir was Neues von der Kylie Minogue. Die Nicole Scherzinger hat ein Video gemacht. Lecker, sage ich nur. Aber fangen wir doch mal an mit auch einem Superstar. Also eigentlich so ein bisschen ehemaliger Superstar. Es ist leider Britney Spears. Und sie hat ein Video zu ihrem Song Gimme More gemacht. Und was soll ich sagen? Also, ja, sie tanzt da so an der Stange und ist nicht wirklich ganz fit. Ne? Man kann es wirklich sehen, sie ist nicht so richtig auf der Höhe. Sie hat so lange schwarze Haare, die wahrscheinlich nicht ihr gehören. Die haben irgendwann mal jemand anderem gehört und jetzt hat sie sich auf dem Kopf. Also es sieht alles so ein bisschen schräg aus. Vielleicht ist die Stange aber auch da, habe ich mir so mal gedacht. Die Britney kann ja sein, dass sie vorher dann vor dem Videodreh so einen kleinen Schwips hatte und dachte, ups, ich brauche eine Stange zum Festhalten. Und dann haben sie einfach die Stange dahingestellt. Aber hoffe ich natürlich nicht. Ich will ja auch nichts Böses hier sagen. Hier ist die Britney mit Gimme. Das ist ganz okay, so lala halt. So, ihr Lieben, weiter geht's jetzt hier bei Neu. Und erstmal ganz kurz Konzentration mit Popstars on Stage All Stars. Und Never Give Up, so heißt das Liedchen. Und wenn ihr die Bilder am Anfang seht, ne, Leute, das ist herzerreißend. Das geht gar nicht herzerreißend. Wenn ihr Fan seid, dann werdet ihr gleich anfangen zu heulen, weil man kann die Kandidaten auf der Bühne beobachten, was sie so machen, wenn sie musizieren oder auch Backstage. Und bei Popstars on Stage geht's ja nicht nur um Musik und Tanzen, nein. Da geht's um die große Liebe. Wir wissen alle Bescheid. Ein Liebespaar hat sich da gefunden, nämlich der Julian und die Sukaina sind schon seit einiger Zeit liiert. Und das Tolle ist, diese beiden Menschen haben nämlich ein Ticket gezogen für das Bandhaus, werden demnächst also nochmal zusammen weiter aufeinander hocken und so weiter. Und ob es dann demnächst kleine, süße Popstars-Babys gibt, ja, das werden wir dann sehen. Jetzt aber erstmal Musik. Viel Spaß. Und der nächste Superstar wartet schon, nämlich P. Diddy featuring Mario Winans und Through the Pain. Und wo der P. Diddy ist, ne, da sind ja die Dollarscheine, die schnellen Autos, die Diamanten und die schönen Frauen gar nicht weit weg. Und in diesem Video kann man den P. Diddy sehen, wie er normalerweise auch in einem Club sitzt und Spaß hat. Nee, Fehlanzeige, er hat nämlich gar keinen Spaß. Er sitzt da so mit Mundwinkeln nach unten auf dem Sessel, alles total scheiße hier. Da kommt so eine Frau angewackelt, eine total schöne Schnecke, tanzt um ihn herum, versucht ihn irgendwie zu betüdeln und er so, langweilig. Also man kann ihn mal in einer ganz anderen Stimmung sehen, so ein bisschen sensibler und ganz, ganz einfühlsam, so wie man die P. Diddy gar nicht kennt. Und ich glaube, das kommt daher, weil ich habe gehört, dieser Song ist seine Ex-Frau Kim eigentlich ja total traurige Geschichte, weil, Ex-Frau. Aber der P. Diddy wird das demnächst bestimmt bei der schönsten Champagner-Dusche der Welt vergessen. Und hier ist sein Lied. Bitteschön. Und weiter geht's jetzt hier mit Urbanize und Liebe kommt aus dem Herzen. Ja, klar, woher denn sonst, ne? Und Urbanize sind La Paz und Roman, zwei musizierende junge Herren aus dem Ruhrpott. Und die beiden, ne, die machen nicht nur gute Musik, nein, die sind auch noch total witzig, weil in dem Video veralbern die so ein bisschen die Paris Hilton. Wahrscheinlich kennt ihr das Video, ja? Da hüpft sie nämlich lustig und feuchtfröhlich mit dem Rick Salmon durch die Betten dieser Welt und telefoniert nebenbei und hat Spaß und ja, was sie sonst auch halt so machen, ne? Wie, ihr kennt das Video nicht? Alles klar. Kenne ich natürlich auch nicht. Damit wir das Video jetzt kennenlernen, hier ist das Video. Justin, Nicole und Kylie gibt's gleich hier bei Neu. Hallo ihr Lieben, weiter geht's jetzt hier bei Neu mit, ich hab's euch versprochen am Anfang der Sendung, nur Superstars, soweit das Auge reicht. Und der nächste Superstar ist Justin Timberlake mit Summer Love Live. Ja, es gibt diesen Song sozusagen in der Live-Version, also Konzertmitschnitt. Und der Justin ist ja der coolste Typ der Welt mit den allerlustigsten OP-Klamotten, die ich jemals gesehen habe. Und auf der Bühne tanzt er mit seiner blonden Dame rum, aber sowas von sexy, das habe ich lange schon nicht gesehen. Ne? Die turteln rum und tanzen und tanzen und viele Fans, also viele weibliche Fans, während bestimmt gerne dieses Mädel, weil irgendwann nimmt der Justin, also sie steckt ihren Finger so in seinen Mund rein. Also bis hier ist er drinnen, ne? Und er schlabbert und schlägt dran rum, als wäre es ein Eis. Total geil. So Leute, jetzt habe ich ein Leckerchen für euch. Das kommt von der Sabrina Settler und heißt I Think I Like It. Und da sage ich mal, ey, Frankfurt, yeah, back in the house.
Oh, also ich wollte eigentlich sagen, das Video, das ist total toll, ne? Ist so im Disco-Fieber gehalten. Das Video ist wirklich schön, also bunt und fürs Auge und zum Abdancen. Und das Lustige ist, in diesem Video werden so viele Sprachen, so viele Kulturen miteinander vereint, wie es eigentlich sonst nur in der Disco so der Fall ist, ne? Also man hört Französisch, man hört Deutsch von der Sabrina Setlur und man hört auch Englisch. Und das Tolle ist, ne? Die Frau Setlur, die hat Spaß. Das glaubt ihr nicht. Die geht ab wie ein Zäpfchen. Also ich glaube oder ich wette, sie wird demnächst Karnevalsprinzessin oder so. Also viel Spaß mit Sabrina Setlur. Und noch ein Superstar, Wyclef Jean und Sweetest Girl, so heißt sein neuestes Werk. Und auf den ersten Blick sieht der Wyclef Jean so aus, als würde er auf eine wilde Safari-Tour gehen, also so vom Outfit her. Und natürlich, wenn er musiziert, hat er auch immer seine Klampfe mit dabei. Ja, Klampfe ist ein anderes Wort für Gitarre, aber ich finde, Klampfe hört sich irgendwie besser an, ne? Wenn man so sagt, ja, ich habe meine Gitarre, so, ja, jeder hat eine Gitarre, aber wenn man sagt, ey, ich habe eine Klampfe, soll ich mir was vorspielen? Hört sich irgendwie blöd an, aber süß, aber ist ja auch niedlich. Auf jeden Fall ist das ein sehr schönes Lied, ein richtig Ohrwurm. Und das Video handelt eigentlich eher von einem ganz ernsten Thema. Also es geht da um Flüchtlinge und was mit denen passiert und so weiter. Aber da ich ja gar nicht gut für ernste Themen bin, ne, gucken wir uns jetzt mal das Video an. Ihr Lieben, müsst noch ein wenig Geduld haben, dann gibt es hier die neuesten Werke von Nicole Scherzinger und Kylie Minogue. Ja, Hallöchen, weiter geht's jetzt hier bei Neu mit der Nicole Scherzinger featuring will.i.am und Baby Love. Und featuring will.i.am heißt ja, dass er da mitgewirkt hat, taucht auch wirklich ungefähr 3 Sekunden oder so im Video auf. Aber es geht ja gar nicht um will.i.am, es geht um Nicole Scherzinger, die allerschönste der Pussycat Dolls. Und die anderen Pussycat Dolls, die restlichen 80, die sitzen jetzt rum und heulen, Nicole ist weg, voll doof. Und jetzt laufen die bestimmt die ganze Zeit so gegeneinander auf der Bühne, weil sie ja nicht mehr da ist und fallen so um, so bumm. Naja, vielleicht schaffen sie es auch ohne sie. Auf jeden Fall ist Nicole schwer beschäftigt mit ihrem eigenen Video und mit einer Yacht durch die Weltmeere zu düsen. Das nimmt ja auch viel Zeit in Anspruch. Sie hat auch noch einen schicken Typen mit dabei. Und natürlich gibt es auch ein Highlight in diesem Video. Das ist nämlich das, wo die Nicole denkt, ich habe ein Bikini an, hier ist ein Meer, springe ich doch mal rein. Ja, dann ist sie natürlich nass, ne? Und nass sieht sie noch viel, viel besser aus. Also hier ist für euch Nicole Scherzinger. Ja, ihr wisst Bescheid, das Allerschönste kommt natürlich bei Neu mal zum Schluss und das kommt von Kylie Minogue und heißt Two Hearts und jetzt jubeln alle, yeah, Kylie, Kylie ist zurück, ja, ihr könnt auch wirklich jubeln, weil sie ist top in Form, sieht aus wie Marilyn Monroe, nur viel, viel, viel besser und natürlich hat auch ihr Video ein großes Highlight und zwar ist das ein schwarzes Strampelanzug-Ding, auf jeden Fall ist das so das gleiche Teil, was Babys anziehen, natürlich das Ganze dann für Erwachsene und auch ohne Pampers. Und die Musik, die ist ganz anders. Und wie sie ist, das hört ihr euch am besten jetzt selber an. Viel Spaß mit Kylie und tschüss.